Morgen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben heute Sonntag. Die zwei Mäuse schauen ein bisschen iPad und der Papa und ich arbeiten ein bisschen. Wir machen jetzt was bezüglich YouTube, ein paar Videoschnitt-Skills. Papa hat ja schon ein Foodhaul geschnitten. Muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Und ich mache mir auf jeden Fall mal einen Kaffee. Bei uns schaut es ein bisschen aus in der Küche, nicht wundern. Also ganz wenig. Der Papa hat schon ein bisschen aufgeräumt, aber wohl ein Radieschen rausgeholt, einen Teller noch und so ein paar Sachen, die da herumschwirren. Auf jeden Fall brauche ich mal zuerst einen Kaffee. Rot. Papa, ich glaube, du hast auf die Brötchen vergessen. Ist die schwarz? Etwas bräunlich. Oh Gott. Die ganze Final Cut Einschulung hat jetzt braune Brötchen. Oh, die sind auch richtig knusprig. Wer keine Zähne hat, dich zu steppert. El Crocante. Kennt ihr das, wenn ihr so ein richtig knuspriges Brötchen esst und dann tut euch der ganze Mundraum weh, weil alles zerkratzt innen drinnen ist? So wird es uns wahrscheinlich heute gehen. Ja, gut. Ich war aber beim Kaffee stehen geblieben. Jetzt soll ich mal eine Tasse suchen. Haben wir ja genug. Habt ihr auch so viele hässliche Tassen? Der Papa will sich von diesen hässlichen Tassen alle nicht trennen. Deswegen haben wir einfach so... Ich nehme dir auch das. Ja. So, die Familie ist jetzt komplett. Die Großen sind auch schon nach oben gekommen. Frühstück ist fertig. Und wo ist mein Aufstrich? Ich wollte das hier essen. Ja. Den Butterbrot. Wo ist dein Getränk? Danach muss ich kurz zum Computer. Ich finde mein Dude heute ein bisschen hässlich. Auf jeden Fall muss ich heute noch kurz zum Computer, nicht heute, sondern jetzt kurz zum Computer, weil ich mein, also den Foodhaul, den der Baba jetzt geschnitten hat, den muss ich noch fertigstellen und online stellen. Und ich werde mir sicher noch einen neuen Dude machen, weil die Haare auch, weil... kennt ihr solche Tage? Manchmal gelingt mir das total hübsch und heute schaut es einfach wie so... hässlich aus, wie so ein Bildner. Naja, so, der Baba schneidet jetzt noch ein Video. Ein Wort gibt mir. Okay, kannst du... Alles klar. Ich gehe jetzt auch, habe mir einen zweiten Kaffee geschnappt. Bitte was? Ja, ich nehme gleich, ich muss gleich... So, der Baba braucht diese Speicherplatte, aber ich brauche sie vorher noch kurz, weil ich muss ja das Video exportieren. Ja, meine Lieben, meine Haare sitzen richtig gut heute. Gott. Wieder schläft. Und ich bin hier noch mit dem Foodhaul beschäftigt. Ich habe ihn abgeloadet, ich mache jetzt das Thumbnail. Und da bin ich fertig. Der Papa schneidet gerade noch ein Video für die Amanda Kids. Und ja, so schaut unser Sonntag. Lisa, geh mal raus. Die Lisa ist schon wach, wie ihr sehen könnt. Hi. dem Nachbarn muss ich das zurückbringen. Mir fällt mir jetzt gerade ein. Hier schaut es ein bisschen aus. Das ist übrigens mein Schwiegerpapa. Der Papa vom Papa. Und das ist meine Schwiegermama. Also, so. Luisa, magst du raus? Was ist das? Beef? Pipi? Okay. Ja, cool, oder? Leben mit. Bist du reingestiegen? Nein, wir haben gepiept. Wer hat da reingepiept? Piepte. Wer hat das gemacht? Ich hab da schon gepiept. Piept. Wer hat hier gepiept? Angst und gepiept. Wer war das? Amme gepiept. Die Emmy? Ja. Oder warst du das? Lisa, und wie viele Socken hast du dir denn rausgenommen? Schau mal, mein Fuß ist so nass.
Bist du reingestiegen? Oh ja. Nein, geh mal Füße waschen. Oh, diese Emmy. Die ist schlimm. Wir sind hier im Garten. Wie ihr sehen könnt, ist die Michelle ein kleines Schwein da. Michelle hat mit seinen Entenfreunden auch gebadet. Michelle hat mit den Entenfreunden gebadet? Aha. Und der Entenfreund mag du. Was machst du denn da, Lara? Nein, nein, nein! Tust du jetzt das Mais von den anderen Futter trennen, oder wie? Ja. Warum denn? Ich hab, wenn die Hunger haben. Aber das Mais ist auch okay zum Essen. Nee, denen schmecken das nicht. Das glaube ich nicht. Nee, die wollen das nicht essen. Blödsinn. Ne? Es ist heute so, so schön. Wir genießen richtig das schöne Wetter. Lara, deine Schokolade. Die Mädels sind im Trampolin. Die Luisa hüpft hier herum mit den Hunden. Hey, Lara, ich finde das gar nicht schön. Was macht sie? Lara, tu die Michelle bitte nicht ärgern. Hey! Okay. Es ist wunderschön. Ich habe mir übrigens ein Buch mitgenommen. Vielleicht schaffe ich es ein bisschen zu lesen. Ich werde mich jetzt so umdrehen, weil da ist mir nämlich nicht kalt. Also mir ist noch ein bisschen kalt. Also frisch. Also im Schatten, aber so kann man leben. Ich sehe jetzt halt nur nichts. Weil alles blendet. Na gut. Ja, ich werde mich jetzt hier mit meinem Buch vergnügen. Das hat mal der Papa übrigens geschenkt bekommen von meiner besten Freundin. Er hat es nie angerührt. Und ich werde es jetzt lesen. Deswegen, ja. Mittlerweile sind die Herrschaften auch schon draußen. Der Papa ist mit dem Videoschneiden fertig. Und der Patrick ist auch schon draußen. Und er spielt mit der Michelle Monopoly. Ich meine, das ist sehr gefährlich mit dem Wind, dass euer Geld hier flöten geht. Das ist eine sexy Fotoposition. Ja, aber du könntest. Schau mal, und die Luisa spielt ganz schön mit der Lara. Hallo, Lara. Hallo. Hey. Aber Papa, die Luisa spielt nichts mehr. Was? Die Luisa will einfach nur was kochen. Einfach nur das mit dem Wasser. Die Luisa will einfach nur mehr einmal Wasser geben. Aber nichts anderes. Oh. Magst du da nicht mitkochen? Nein. Dann. Wer hat Hunger, Kinder? Die Luisa hat schon gekocht. Dann kommt bitte und verspeist Pizza das. Bestellen, oder? Wer? Pizza. Aua. Hoppala. Wer? Es gibt auch Kebabbox mit Reis. Wer? Es gibt auch Dürüm. Ich will nicht gehen. Kebab-Pizza. Das ist Restl hier. Cheeseburger-Menü gibt es auch. Was? Ja. Bus. Nein, nicht McDonald's. McDonald's, aber auch hin. Wohin? McDonald's, glaube ich, geht nicht. Wieso? Von McDonald's, weil gesagt, das ist Abholung von Speisen nicht, ist erlaubt. Aber ich weiß nicht, ab wann Abholung von Speisen erlaubt ist. Muss doch gut gehen. So, wir sind. Gottes Willen, was war das jetzt? Ist jetzt durchgeknackt, oder was? Weniger mehr essen, Papa, ha? Ja. Wie ist jetzt bei McDonald's anrufen? Sag einmal erst. Na, ist eh nichts. Hey, das war das denn noch meine. Ja. Du hast wirklich meine, was du Papa Joe. Mach mal auf. Schau das. Ah, da. Diese Basteldinger. I'm a Catman. Was macht sie? Nass Luisa, nicht im Haus nass machen. So, schau. Ja, Entschuldigung. I'm a Catman. So, ich schau mal bei McDonald's. Ja. Wenn man was abholen kann, das wäre natürlich cool. Aber ich glaube nicht. Wir haben jetzt online geguckt, ob der McDonald's offen hat. Wir hätten halt gerne von McDonald's gehabt, aber der hat nicht offen. In Österreich nicht. In Deutschland wahrscheinlich schon. Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, selbst was zu kochen. Beziehungsweise der Papa. Während ich das Video fertig bearbeite, was er jetzt geschnitten hat, und zwar Diamanta Kids Video. Schau ich mir jetzt schnell an, okay? Schatzi. Was? Ich schau mir das Video jetzt an. Ja. Und ja. Der Papa kümmert sich um seinen besten Freund, um den Geschirrspüler. Ja, ich hab mit dem zweimal am Tag zu tun. Ja, das ist so, wenn Pferde.
Ja. Einmal in der Früh gleich, vor dem Zähneputzen. Ist so, ich kenne das auch. Meine Haare sind halt besonders hübsch und flieg. So, ja, ist auf der Platte, oder? Ja. Ich glaub, kannst du die Kopfhörer noch reingeben, oder? Ich schaue mir das dann an, Schatz. Okay, es hat jetzt keinen Sinn jetzt zusammen. Das hat keinen Sinn? Danke. Na, es ist doppelt anzuschauen, ist für mich doof, das ist es. Hätten wir ein bisschen am Boden können. Bitte? Ich bin schon ganz vorne, ich muss das ein, aber ist ja gut. Ich habe meinen Finger verletzt. Oh. So. Gut. Ich gehe kurz ins Büro. Kommst du mit? Sieht deine Schuhe aus, sehr gut. Haben wir keine Gläser mehr und du trinkst dein Bier aus einem Heferl? Wie Oma. Wie eine Oma, ah cool. Oma gut. Der Papa hat hier schon zum Kochen begonnen, wie ihr sehen könnt. Fleisch. Hast du da Erdnussöl und Sesamöl reingemischt? Ja. Sehr tüchtig. Und jetzt Gemüse geschnibbelt. Karotten, Frühlingszwiebeln. Ich glaube, das Fleisch kann man gleich rausholen. Ja. Kannst du sie rausnehmen? Ja. Na schau, die Hunde sind die ersten. 1, 2, 3. Wo sind die anderen? Ja, 5. Wo sind die anderen? 5, die noch kaufen. Alles klar. Die sind noch wegräumen. Die sind noch wegräumen, sehr gut. Hände waschen, Lara, gell? Schöner Tag. Didi, schöner Tag. Du hast nicht Hände gewaschen? Nein. Komm mit. Nein. Hände waschen. Ja, doch. Aufhören. So schauen die chinesischen Nudeln aus. Lecker, oder? Ja, wir werden jetzt mal genüsslich essen. Und schauen wir mal, was wir heute noch machen. Chillen, oder, Baba? Heute ist Sonntag. Monopoly spielen. Warte, Lara. Ich habe keinen Bock auf Monopoly. Nein. Oh ja, das schmeckt gut so. Oh Mann, ey. Hey meine Lieben, so schaut unsere Abendbeschäftigung aus. Hotel? Wir sind alle im Patrick-Zimmer. Ja, okay. Schaut mal, was wir machen. Also der Papa und der Patrick. Und die Michelle spielen Monopoly. Ja, ich bin schon bankrott. Die Michelle ist schon fertig. Die Emmy ist hier. Nein, also der Patrick noch ein bisschen schwitzen. Nein, Papa. Die kleine Papa Sophie. Was? Schon aus der Patrick schwitzen, komm schon. Papa, hübscher Bauch. Sie sind am Zug. Mein Bauch, Nabelpiercing. Ach so, hast du eins? Ja. Und hier ist die kleine Lara. Läuft bei dir. Machst du beim blauen Augen? Die Lisa ist hier ein bisschen bei Mami kuscheln. Wie ihr hört, ist der Papa am Gewinnen und er verarscht die ganze Zeit die Kinder. Hast du vorhin auch die ganze Zeit gewonnen oder vorhin hat der Patrick gewonnen? Patrick. Alles gut. Ich glaube, die Luisa ist müde. Ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns dann morgen. Oh, no. Wir gehen gleich schlafen. Oh, ein Pech. Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.